Jo, moin Leute, hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der neuen Folge von mir. Ja, ich habe heute mal wieder ein kleines Unboxing an Autozubehör und ich habe die Kiste jetzt zwar mal schon mal aufgemacht, aber bis jetzt noch nicht reingeguckt, deswegen würde ich sagen, wir schauen einfach mal zusammen rein. Ist mehr Verpackung eigentlich als alles andere. Genau, so. Da haben wir schon das schöne Stück. Ja, ich habe mir mal einen Wascheimer bestellt von Meguiar. Wirklich schönes Teil, fast so um die 18 Liter circa. Auch hier schön mit Aufdruck, ne? Und ja, da liegen noch ein paar Sachen drin. Ja, und zwar haben wir hier als erstes mal noch ein schönes Mikrofaserpolierer von Profi Polish kommt das. Wie gesagt, auch wirklich richtig schön flauschig, auch hier mit so einem abgeflachten Rand hier. Gestickten, ja, wirklich sehr schön, kostet um die 6 Euro, kann man überhaupt nichts sagen. Eine richtig geile Qualität, also da braucht ihr nicht unbedingt ein teures Produkt zu kaufen. Was heißt ein teures? Ich finde 6 Euro für ein Tuch ist auch schon viel, aber qualitätsmäßig sind die richtig geil, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, dann kommen wir mal weiter. Dann habe ich hier noch ein Tuch, das ist auch von Profi Polish, das ist ein Trockenwunder. Das liegt bei um die 14 Euro. Hat auch hier so eine Wabenstruktur, ne, wie man das halt so kennt. Und von der Größe her auch auf jeden Fall ausreichend. Hat jetzt keinen gesteppten Rand, sage ich mal. Aber von den Nähten her auch wirklich ordentlich verarbeitet. Und kann man auch nichts sagen. Kann man wirklich gut mitarbeiten. Ja, dann habe ich hier noch eine Felgenbürste. Da weiß ich jetzt gerade nicht genau, was das für eine Marke war. Die hat auf jeden Fall hier Speedmaster, ist das von Detail Brush. Aber das ist jetzt nicht die Marke. Egal. Ja, wirklich eine schöne Bürste. Was direkt halt auffällt, ist hier halt dieser kleine Gummikranz zur Sicherheit. Dann haben wir hier einen Holzgriff, weiß nicht, ob man das hört. Hier auch eine Aufhängeschlaufe für zu Hause. Ja, weiche, aber dennoch denke ich mal. Strapazierfähige Reinigungsbürsten. Dann natürlich hier vorne ein Gummi auf dem Metall und auch das Metall hier in der Mitte ist ummantelt mit Gummi. Also könnt ihr euch da auf jeden Fall schon mal nichts anhauen. Ja, sollte man auf jeden Fall, die gibt es in zwei Längen. Ich glaube, ich habe jetzt hier die 20er, gibt es auch, glaube ich, noch als 25er. Sollte man auf jeden Fall mit ins Felgenbett reinkommen. Dementsprechend halt auch gut zu reinigen damit. Ja, dann habe ich hier noch als nächstes von NextZ. Das Autoglanz-Shampoo, ja, das liegt bei 8 Euro, ist aber auch ein wirklich gutes Shampoo. Kann man auch mit arbeiten, wenn man ein Auto gewachst hat. Ich kann mal gerade dran riechen und euch vielleicht versuchen weiterzugeben, wonach es riecht. Da ist natürlich jetzt wieder hier so ein typisches Deckelchen mit drauf. Gucken wir mal, ob wir da irgendwo die Möglichkeit haben. Hasse ich ja diese Deckel. Ja, das Ganze riecht so ein bisschen nach Apfel. Wie gesagt, kommt aber hier auch in einer Literflasche für normale Autowäsche vollkommen ausreichend. Ja, dann geht's weiter im Gefecht. Da habe ich hier noch zweimal den Insektenschwamm. Meiner Meinung nach auf jeden Fall trotz Gloria FM10 und Vorwäsche. Meiner Meinung nach für Insekten unabdingbar. Die haben eine gute Struktur, haben eine gute Reinigungsleistung. Preistechnisch 1,20 Euro, glaube ich, der Schwamm. Also kann man nicht mehr verlangen und meiner Meinung nach für die Insektenfernung richtig super geeignet. Ja, dann kommen wir weiter. Noch ein Shampoo und zwar das Extreme Maxi Satz 2. Das Ganze kommt von Chemical Guys. Das war vorher, glaube ich, mal das Shampoo Mr. Pink. Liegt, glaube ich, bei 12 Euro. Auch wirklich für die Wäsche richtig geil geeignet. Ich gucke mal jetzt gerade, ob ich dran riechen kann. Ja, oh, geil. Oh, ist das geil. Wenn ihr das riechen könntet, Leute, das. Oh, leck mich fett, das ist ja eine geile Sache. Das riecht mega. Könnt ihr auf jeden Fall auch benutzen, wenn ihr das Auto gewachst
beziehungsweise eine Versiegelung drauf hat, tut euch das Shampoo da nichts runternehmen oder irgendwas angreifen. Also schon eine geile Geschichte. Ja, machen wir mal weiter im Text. Natürlich ein Waschhandschuh. Das Ganze kommt jetzt hier in dem Fall von Chemical Guys, ist der Handschuh. Hat auch hier so ein, in der Mitte, hier ist hier so ein bisschen zusammengenäht, dass man hier die Finger reinstecken kann, dass die Hand da nicht so rumwabbelt. Ja, schönes weiches Mikrofaser, wie gesagt, ist ein Handschuh von Chemical Guys. Liegt, glaube ich, so bei, ja, ich glaube 14 Euro. Lohnt sich aber auf jeden Fall immer wieder, meiner Meinung nach. Und ja, werden wir natürlich auch testen. Dann nochmal ein Trockenwunder, das gleiche wie eben. Und dann kommen wir hier zu einem Eimer. Wie gesagt, das war ein Set, natürlich mit dem Grid Guard, auch von Meguiar's. Ja, jetzt fragen sich vielleicht einige, okay, wofür brauche ich überhaupt einen Eimer mit einem Grid Guard, beziehungsweise was ist davon der Vorteil? Ja, ihr müsst euch natürlich vorstellen, wascht ihr jetzt euer Auto mit einem Handschuh oder mit einem Schwamm und ihr spült den im Wasser natürlich aus, habt ihr natürlich Schmutzpartikel wie Insekten oder Dreck, Straßendreck oder was auch immer, natürlich im Wasser. Das fliegt natürlich je nachdem ohne Gridguard halt im Eimer einfach rum und wird je nachdem vielleicht wieder mit aufgenommen, kann daher euer Lack halt auch beschädigen. Vorteil ist halt von dem Gridguard, ihr saugt das halt, ihr spült euren Handschuh, Schwamm ganz normal aus im Wasser, der Schmutz fällt nach unten, sammelt sich dann halt hier unten quasi, ist ja dann halt der Deckelboden, der Boden vom Eimer so und der Schmutz kann halt da nicht wieder hochgewirbelt werden, beziehungsweise bleibt dann halt unten hängen quasi. So, das Ganze, ne, sieht man ja halt hier, wird dann da reingelegt. So, und da seht ihr ja schon da unten, dass da schon ein gewisser Abstand ist zum Boden. Genau, und da lagert sich halt der Schmutz. Wie gesagt, der Eimer, richtig geil, gefällt mir richtig gut. Da muss ich halt jetzt dazu sagen, das war halt auch ein Komplettset mit dem Eimer. Da war halt hier das Next Set Shampoo dabei, dann war ein Trockenwunder dabei gewesen und der Handschuh von Chemical Guys. Das Ganze lag, glaube ich, preislich bei 45 Euro, kann man überhaupt nichts sagen, weil alleine der Eimer kostet schon um die 30 Euro. Plus das Trockenwunder mit 13, könnt ihr euch ja schon ausrechnen, seid ihr schon bei 43, da habt ihr noch nicht den Handschuh dabei, noch nicht das Shampoo, also Top-Preis. Shop kann ich euch unten drunter verlinken, super schneller Versand, geht von heute auf morgen, wenn ihr bis mittags bestellt. Kann ich nur empfehlen. Ja, wie gesagt, das war mal so das kleine Unboxing. Und wir werden das natürlich auch alles in der Praxis natürlich ausprobieren. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Julian von AutoGo.